Die Ausstellung Nano, Nutzen und Visionen einer neuen Technologie, die am 18. März ihre Pforten öffnet, bietet einen eindrucksvollen Einblick in das Reich der Atome und Moleküle. Im Mannheimer Technoseum, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit, werden Ursprünge, wissenschaftliche Grundlagen und aktuelle Anwendungsgebiete der Nanotechnologie einem interessierten Publikum präsentiert. Die Besucher können noch bis zum 3. Oktober eintauchen in die Welt um uns, deren Exponate oftmals so klein sind, dass sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind. Wir sind hier im Technoseum in Mannheim und das Museum vermittelt Phänomene aus der Natur und der Technik und möchte damit die Besucher ansprechen, also damit Erfahrungen zu machen, in diese Inhalte einzusteigen und fundiert diese höchst komplexen wissenschaftlichen Phänomene nachvollziehen und erforschen zu können. Die Ausstellung selber startet erstmal mit Phänomenen, die in der Natur vorkommen und woran dieses Thema erlebbar werden kann. Wir haben hier zum Beispiel die sogenannten Tarotpflanzen. Lotuspflanzen sind da sehr viel berühmter, das ist aber jetzt gerade die falsche Jahreszeit dafür, die gibt es zurzeit gerade nicht. Aber auch bei diesen Tarotpflanzen kann das sehr schön erlebt werden, dass also durch ganz bestimmte Beschaffenheit der Molekülstrukturen an der Oberfläche und wie Oberflächen beschaffen sind, und das in so einem so undenkbar kleinen Bereich sich befindet, es dazu führt, dass Wasser von diesen Blättern einfach abperlt. Also man sieht das hier, dass dieses Blatt also tatsächlich selbst nicht nass bleibt und diese Tropfen an dieser Oberfläche leicht abperlen können. Der Tropfen liegt als Kugel auf diesen Oberflächen. Und dann kommt die Ausstellung in Bereiche, wo erstmal Grundlagenphysik verdeutlicht wird. Und es geht da um die Beschaffenheit von dem Aufbau von Molekülstrukturen, von Stoffen. Wie sind eigentlich die Elemente im kleinsten Baustein beschaffen? Und wenn das soweit erstmal für den Besucher halbwegs verständlich ist, kann er dann in die Bereiche kommen in der Ausstellung, wo er erfährt, wie heute Nanotechnologie angewendet wird.